Sie sehen eine neue Ausgabe von Güstrow TV und dazu begrüße ich Sie, liebe Zuschauer, ganz herzlich. Einen festen Platz im Kalender der Rollkunstläufer hat der Ernst-Barlach-Pokal. In diesem Jahr wurde er bereits zum 7. Mal ausgetragen. Henning Wolf hat mit seiner Kamera verschiedene Impressionen festgehalten und damit beginnt unsere Sendung. Der 7. Barlach-Pokal des 1. Güstrower Rollsportvereins führte ca. 150 Rollkunstläufer aus 10 Vereinen in die Barlachstadt. Auf dem Programm standen Wettkämpfe in verschiedenen Altersgruppen, für Spitzen- und Nachwuchsläufer sowie für Showgruppen. Auch die Anfänger fanden sich in einer eigenen Wertung wieder. Zur Eröffnung führten Läuferinnen des gastgebenden Vereins einen Showtanz auf. Güstrower Rollsportler begleiteten die Teams beim Einmarsch in die Sport- und Kongresshalle. Die Güstrowerin Alina Pappers sang den Gossip-Titel Move in the Right Direction. Mit einer Schweigeminute gedachten Sportler und Zuschauer des im Februar verstorbenen Nestors des Güstrower Rollkunstlaufs Karl-Heinz Weder. Ja, mein Vater ist leider am 4. Februar diesen Jahres eingeschlafen. Fadi war einer, der in Güstrow nach dem Krieg diesen Sport mit aufgebaut haben, arbeitete bei den Chronisten, war Hockeyspieler, hat im Hockeyverein gearbeitet, beim SV Einheit und hat auch diesen Verein nachher übernommen und ca. 20 Jahre geführt und hat zahlreiche Wanderpokale, Meisterschaften mit dem 1. Rollsportverein gewonnen. Unter dem Dach des Barlach-Pokals hatte Karl-Heinz Weder viele Jahre lang einen Pokal für die beste Nachwuchsläuferin gestiftet. Dirk Weder gab bekannt, dass dieser Pokal künftig als Karl-Heinz Weder Gedächtnispokal ausgetragen wird. In der ersten Auflage gewann Lea Karnitz vom Rollsportclub Greifswald diese Trophäe. Den Ernst-Barlach-Pokal 2014 konnte wieder der Güstrower Sportclub 09 erringen. Der Verein verteidigte damit den im Vorjahr errungenen Titel erfolgreich. Den zweiten Platz in der Wertung der besten Mannschaften belegte der OSC Berlin vor dem REV Lübeck und dem 1. Güstrower Rollsportverein als Gastgeber. Sportler beider Güstrower Vereine belegten weitere hervorragende Platzierungen. So errangen vom GSC 09 Frieda Geldmeier, Noel Brinkmann und das Showduo erste Plätze. Sehr erfolgreich schnitt der GSC 09 auch mit seiner Jugend-Showgruppe und der kleinen Showgruppe, die Schneewittchen und die sieben Zwerge zeigte, ab. Vom 1. Güstrower Rollsportverein kamen Annika Jung, Pia Burmeister sowie Maxi Blankenburg mit ihrer Soloshow auf erste Plätze. Viele zweite und dritte Plätze für beide Vereine komplettierten das gute Ergebnis. Seit 2 Jahren gibt es in der Barlachstadt 2 Rollsportvereine. Ist das gut für die Sportart oder führt das zu Spannungen? Ja, wie das manchmal so ist im Leben, dass man eben 2 Vereine hat. Und das gibt es bei anderen Sportarten auch. Es gibt 2 Vereine in Lübeck, es gibt 2 Vereine in Berlin. Und ich sage mal, im Sinne des Sportes ist es ganz interessant. Also wir haben da mit den beiden Vereinen allgemein überhaupt keine Probleme. Sie sind heute auch hier als Gast und wir freuen uns darauf. Und wenn Sie Ihren Pokal irgendwann mal machen, fahren wir natürlich auch hin. Künftig wird der Barlach-Pokal alle 2 Jahre ausgetragen. Grund dafür ist ein Abkommen mit dem schleswig-holsteinischen Verband, das wechselweise Wettbewerbe in beiden Bundesländern vorsieht. So soll die Terminfülle im Interesse des Sports eingedämmt werden. Der 1. Güstrower Rollsportverein sieht aber schon der nächsten Herausforderung entgegen. Vom 19. bis 21. September wird der Verein den deutschen Nachwuchspokal des Deutschen Rollsport- und Inlineverbandes ausrichten. Erwartet werden zu diesem Wettkampf die knapp 200 besten Nachwuchsläufer aus allen Bundesländern. Anne Zimmermann ist die Vorsitzende des Vereins Güstrow-Tourismus. Im Interview sprechen wir über 2 Veranstaltungen, die demnächst anstehen und wo der Verein mitgewirkt hat. Nachgefragt das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Frau Zimmermann, vom Eise befreit sind Strom und Bäche, Radfahren ist angesagt. Obwohl mit dem Eis war es in diesem Winter ja nicht so doll. Aber wir sind mitten im Frühling
Und die Anradeltour startet am 3. Mai. Wo geht's denn hin? Also in diesem Jahr geht unser Saisonstart Anradeln nach Bützow. Unterwegs werden wir Halt machen im Kloster Rühn. Die Strecke beträgt insgesamt 40 Kilometer und ich denke, ist so auch für jeden ganz gut handelbar. Der Start ist ja um 9 Uhr vom Marktplatz aus. Sind denn unterwegs irgendwelche Aktionen geplant? Ja, ich hatte ja schon gesagt, also wir werden über das Kloster Rühn fahren. Dort ist es natürlich auch möglich, eine Führung vorzunehmen oder auch den Klostershop zu besuchen. Und dann ist es ja das Schöne an diesem Wochenende, sind in Bützow die Hafentage, sodass unsere Teilnehmer eben dort sich auch in die Aktivitäten mit einbringen können und eben gucken können, wie sie ihr Programm dort vor Ort gestalten. Der ADFC Rostock ist wieder Partner der Tour. Begleitet der Rostocker Fahrradclub denn auch andere Aktionen in der Region? Der Tourismusverein arbeitet ja schon seit längerem mit dem ADFC Rostock zusammen. Wir haben ja im letzten Jahr ein gemeinsames Tourenprogramm herausgebracht und in diesem Jahr ist ja neu auch der Rad-Erlebnisführer. Der umfasst ja die Region Krakow-Güstrow und bietet mehrere Touren dort eben in diese Region an. Dieser ist auch bei uns in der Güstrow-Information erhältlich. Darüber hinaus hat der ADFC ja auch ein eigenes Tourenprogramm, wo ebenfalls Touren rund um und in Güstrow angeboten werden und dort steht er selbstverständlich als Partner und als Tourenführer zur Verfügung. Am Tag nach dem Anradeln, das ist dann der 4. Mai, ist das Brunnenfest geplant. Da ist der Tourismusverein wieder mit dabei. Das Brunnenfest findet ja zum zweiten Mal statt. Es ist ja eine Aktion der AG Einzelhandel unter der Regie des Güstrower Gewerbevereins. Aber natürlich ist auch der Tourismusverein wieder ein Partner, weil es geht um Saisonauftakt, es geht um unsere Gäste, es geht natürlich auch um unsere Güstrower und auch der Verein wird sich mit einigen Aktionen dort beteiligen. Zum Start im vergangenen Jahr gab es ja eine riesige Besucherresonanz. Was ist denn in diesem Jahr geplant, um das Niveau zu halten? Ja, wir freuen uns natürlich auch in diesem Jahr wieder auf ganz viele Besucher. Wir wollen ähnliche Aktivitäten anbieten. Es wird natürlich wieder Kleinkunst geben. Es wird auch wieder die Eröffnung des Brunnens sozusagen geben, also das Anschalten des Brunnens. Dort wird wieder der Borwin vor Ort sein. Der Borwin, einer unserer historischen Stadtführer, die dort zu finden sein werden. Es wird wieder die Malaktion geben. Es wird auch wieder punktuelle Kaffeetafeln geben. Und in diesem Jahr ist eben auch vorgesehen, den Brinkmannbrunnen mit einzubeziehen, sodass sich das Ganze eben auch mit vielen, vielen Aktivitäten durch die gesamte Innenstadt zieht. Ja, Frau Zimmermann, herzlichen Dank. Viel Gelingen für die beiden Aktionen. Und liebe Zuschauer, über Ostern haben Sie vielleicht etwas Zeit, Ihren Kalender hervorzunehmen und einzutragen am 3. Mai Anradeln und am 4. Mai das Brunnenfest. Nachgefragt das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Wir haben als Güstrower miterlebt, wie der Renaissancegarten über Monate hinweg saniert wurde. Nun ist das Werk vollbracht und der Garten wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Wir berichten in unseren Nachrichten über die Eröffnung und den ersten Rundgang im sanierten Schlossgarten. Finanzministerin Heike Polzin öffnete symbolisch das Tor an der Glewiner Straße und gab damit den Weg in den neu gestalteten Schlossgarten frei. Für über 3 Millionen Euro EU- und Landesmittel wurde der Renaissancegarten in der Regie des landeseigenen Betriebs für Bau und Liegenschaften saniert. Zum Einsatz kamen ausschließlich Firmen aus der Region. Planerin Birgit Meinecke schilderte die Herausforderungen, die mit dem Projekt verbunden waren. Überhaupt mit einem Denkmal zu arbeiten? Dann gab es ja schon die Grundlage, die denkmalpflegerische Zielstellung und die Diplomarbeit von Herrn Garve, die ja jetzt nicht so im Detail was vorgegeben hat. Das musste man ja dann auch ausformulieren und eben auch mit den Verantwortlichen, speziell auch Frau Holz, eben auch diskutieren. Wie macht man das? Die Borde wurden ja schon angesprochen. Ne? Was verwendet man? Was pflanzt man wieder an? Was entwickelt man hier? Also das war jetzt hier im großen Lustgarten eigentlich die große Herausforderung, diese ganzen denkmalpflegerischen Ziele halt auch umzusetzen. Ja, und dann ist für jeden Planer eigentlich auch der neue Parkteil auch sehr entscheidend gewesen. So was bringt man da, weil die Fläche war geprägt durch Gewächshaus und ein Garagenkomplex. Und sie war gegliedert mit sehr vielen Mauern. Und das wollten wir eben auch alles öffnen und eben den Zugang zum Wasser auch ermöglichen. Als Projektleiter setzte der BBL den Landschaftsarchitekten Friedrich Wilhelm Garve ein. Der Zufall hatte es gewollt, dass Garve bereits 2008 als Student an der TU Dresden mit dem Renaissancegarten in Berührung kam. Gemeinsam mit einer Kommilitonin schrieb er seine Diplomarbeit über den in den 1960er und 70er Jahren angelegten Garten. Die wesentliche Struktur von damals wurde erhalten. Die Hauptarbeit bestand darin, den Boden auszutauschen und durchlässiger zu machen.
Der Landschaftsarchitekt sagt, was künftig im Schlossgarten wachsen wird. Jetzt aktuell sind ungefähr 9000 Pflanzen hier zu bewundern. Das ist nur der Frühjahrsflor, muss man sagen. Da kommt also in diesem Jahr nochmal der Sommerflor mit fast derselben Zahl nochmal obendrauf und wechselt dann sozusagen diese Bereiche dann ab, auch farblich ab. Dann kommt dazu, dass ja die Buchsbaumeinfassung völlig neu gepflanzt ist. Das sind ungefähr so 2,5 Kilometer, zweireihig, also für einen Gärtner schon eine ordentliche Arbeit. Und dann haben wir so ungefähr 400 Meter laufende Ligusterhecke, die hier auch noch mit reinsteht und die dann zukünftig so ein bisschen die Struktur des ganzen Gartens wieder stärkt. Weitere Arbeiten laufen gegenwärtig im Brunnengarten. Nach wie vor geplant ist, das Schloss einer gründlichen Sanierung zu unterziehen. So wird der einzige Zugang zum Schlossgarten für die nächste Zeit von der Glewiner Straße aus möglich sein. In der zweiten Veranstaltung des offenen Gesprächskreises Denkmalpflege spricht Winfried Holzlehner am 30. April im Freizeittreff Südkurve über die alte Güstrower Zuckerfabrik. Nur wenige dürften wissen, dass sie in der Speicherstraße stand. 1881 begannen die Bauarbeiten, Ende Oktober 1883 wurde die Produktion aufgenommen. Noch erhalten ist die Villa, in der die Direktoren Kammler, Dr. Stutzer und Jüris gewohnt hatten. An der Rückseite dürfte das Rübenkontor gewesen sein. Die Zuckerfabrik, die 1929 abbrannte, stand auf dem Gelände, in dem später die BHG und das ACZ untergebracht waren. Gegenüber dem Kontor lag die Zufahrt zur Zuckerfabrik. Dort dürfte auch die Wiegestation gewesen sein. Der Wiegemeister war eine sehr geachtete Person. Winfried Holzlehner fand eine Anekdote, die er auch in seinem Vortrag zum Besten geben wird. Die Wiegermeister der Zuckerfabrik und deren Annahmestellen waren bis Mitte des 20. Jahrhunderts sehr angesehene Leute. Sie wurden von den Bauern mehr hofiert als die Direktoren der örtlichen Zuckerfabrik. Selbst die Kinder der Bauern grüßten sie mit besonderer Höflichkeit. Sie ermittelten nämlich das Gewicht und die Schmutzprozente der Rüben. Beides erfolgte damals manuell und es konnte auch manipuliert werden. Die Bauern brachten ihnen Eier, Schinken, Wein und Schnaps und zu Weihnachten auch mal eine Ente oder eine Gans. Sie taten das in der Hoffnung, dass ihre Fuhren gut gewogen wurden und die Schmutzprozente niedrig ausfielen. 13 Jahre nach dem Produktionsbeginn in der Zuckerfabrik wurde der Güstrow-Bützow-Kanal in Betrieb genommen. Nun konnte der Rübentransport aus den westlichen Anbaugebieten auf dem Wasserweg erfolgen. Dazu wurde ein Rübenhafen angelegt, der heute vollständig verlandet ist, aber die Umrisse noch erkennen lässt. Pferde zogen die Feldbahnloren in die Fabrik und hatten dazu eine ordentliche Steigung zum sogenannten Zuckerberg zu überwinden. Mehr Details über die alte Zuckerfabrik erzählt Winfried Holzlehner am 30. April in der Südkurve. Beginn ist um 17 Uhr. Wieder war die Modegruppe von New Style zu einer Frühjahrsmodenschau nach Lewitzow bei Tetrow eingeladen worden. Boutiqueinhaberin Elke Brun-Schröder und ihre Models stellten die aktuellen Trends der Frühjahrsmode vor. So zeigte Nadja schmal geschnittene Jeans in Zigarettenform sowie einen Top aus Seide und eine Kurzjacke von Opus ohne Kragen und mit Blumenbrosche. Isa stellte eine sportliche Sweatjacke von S. Oliver mit Hotpants von LTB und besetzt mit Strasssteinen und moderner Ledertasche mit Fotoprint vor. Carola und Bernd traten als Nächste auf. Sie trug einen grob gestrickten, opulenten Pulli in feinen Bündchengarn mit Dreiviertelarm in tollem Aprikot. Dazu passten die Jeans in pastelligem Rosé. Bernd zeigte eine gerade geschnittene Sommerhose in Sandfarben mit cooler Jacke in Oliv und mit aufgesetzten Taschen. Spätestens an dieser Stelle sollten wir die Chefin fragen, welche Farben Frau und Mann im Frühjahr tragen werden. Also auf jeden Fall Farbe, wie jedes Jahr im Frühjahr. Steigen wir wieder in die richtige Farbpalette rein, über Softeisfarben, richtige Knallfarben, Orange, Grün, Rot und Blau. Marine-Thema ist wieder ganz groß ankommen und natürlich, was wir ausgearbeitet haben, richtig, dieses Black and White, Schwarz-Weiß-Thema, sowohl bei Mann als auch bei Frau. Die Besucher der Modenschau geizten nicht mit Beifall. Und auch der nächste Termin in Lewitzow steht bereits fest. Am 19. September werden die Models wieder auftreten und die Mode für den dann vor der Tür stehenden Herbst vorstellen. Zu einem Vortrag zum 200. Geburtstag des niederdeutschen Dichters John Brinkmann wird am Montag, dem 5. Mai, in die Touristinformation nach Lohmen eingeladen. Die Veranstaltung ist Teil der Teelstunde, die von Gerhard Bese veranstaltet wird. Sie beginnt um 14 Uhr.
Ja, und diese Tipps habe ich auch noch für Sie. Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Zum Tanz in den Mai wird am Mittwoch, dem 30. April ab 19.30 Uhr in das Heizhaus eingeladen. Zu Musik aus den 70ern, 80ern, 90ern und den Hits von heute kann man kräftig das Tanzbein schwingen. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästehaus am Schlosspark und an der Abendkasse. Am Sonnabend, dem 3. Mai, wird um 18 Uhr zu einem Konzert in den Festsaal des Schlosses eingeladen. José d'Aragon spielt auf seiner 11-seitigen Konzertgitarre von Modest Mussorgsky Bilder einer Ausstellung. Bereits 2 Stunden vorher beginnt eine Führung durch die Ausstellung hierzulande. Bei Kaffee und Kuchen kann man die Zeit bis zum Konzert überbrücken. Die Ballettabteilung der Kreismusikschule Güstrow führt am 3. und 4. Mai jeweils 15 Uhr das Ballett La Boutique Fantasque, der deutsche Titel lautet Der Zauberladen, im Ernst-Barlach-Theater auf. Ähnlich wie in Coppelia sind auch hier tanzende Puppen die Hauptperson. Erleben Sie Güstrow! Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Nun haben wir wieder das Ende dieser Ausgabe von Güstrow TV erreicht. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie uns auch weiterhin die Treue halten. In diesem Sinne, machen Sie es gut, tschüss und bleiben Sie gesund. Das Wochenendwetter heiter bis wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Liebe Zuschauer auf Güstrow TV, herzlich willkommen zu Ihrer Osterausgabe des Wetterberichts heiter bis ... Von diesem schönen Osterei des Strauches kommen wir mal zum Kälteei, das gerade über Deutschland fegt. Und weil wir gerade noch betroffen sind mit dieser nördlichen Spitze dieses Kälteeis, wird der Karfreitag eben richtig trüb und nass. Wir haben eben einige Schauer dabei und es wird auch nicht richtig warm. Bei 10 Grad kämpfen wir uns noch so richtig, ja, zum Wochenende hin. Das wird aber richtig gut. Wir haben am Samstag schon 18 Grad. Die Sonne trägt dazu bei, dass wir auch trocken durch diesen Samstag kommen. Nachts geht es auch nochmal in den einstelligen Bereich, aber mit 8 Grad auch recht mild. Ja, und der Ostersonntag, der wird richtig top. Und ich habe meinen Wetterfreund dabei, den Even heute, der auch die Güstrow TV Wetterwolke dabei hat. Und sag mal, Even, wird denn Ostersonntag die Sonne scheinen? Ja. Und das kann ich eben auch nicht besser sagen. Also genießen Sie Ostern mit diesen 20 Grad. Der Ostermontag wird dann leider nochmal trüb und regnerisch. Aber auch das halten wir durch, weil Ostersonntag, das wird einfach klasse. Damit wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, ein frohes Osterfest. Wann und wo auch immer Sonne haben wir. Und das ist das Wichtige. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.